Hi Leute, herzlich willkommen hier in Norwegen. Wir sind mitten im Sommer unterwegs, haben bestes Wetter, beste Bedingungen, T-Shirt-Wetter. Haben hier Station gemacht in Westnorwegen, grob gesagt etwas nördlich von Stavanger, sind hier auf einer kleinen Insel in einer wirklich super tollen Anlage. Das mal so zur groben Übersicht, eine genauere gibt es jetzt und dann geht's raus aufs Wasser. Unsere Anlage heißt Furuhytta und liegt auf Bjergøy, ziemlich genau zwischen zwei Fjorden, also gut geschützt. Auch bei kabbeligen Bedingungen findet ihr hier ruhige und fängige Spots. Und an denen erwartet euch die in Süd- und Westnorwegen tolle Artenvielfalt. Ah, und da ist er. Schön gefärbter goldener Pollack. Ah, sauber. Ein Flachmann. Zum einen macht es natürlich super Spaß, die Fische gezielt zu beangeln. Zum anderen warten hier auch immer wieder tolle Überraschungen. Aber der Reihe nach. Das Boot ist startklar und wir sind es auch. Mit dabei Meeresexperte Kai Herrmann und David Böttcher von Angelreisen Hamburg. Ich schiebe uns ab, abdrücken. Bei tollen Bedingungen geht es los. Weit fahren müssen wir hier zum Glück nicht. Die guten Stellen liegen fast ums Eck. Ja, erste Ausfahrt im neuen Revier. Der Plan steht. Wir sparen uns heute die langen Wege. Wir haben ungefähr 5 Minuten Bootsfahrt nördlich von der Anlage. So einen kleinen 10-Meter-Berg mit einer Stange entdeckt. Da werden wir es erstmal auf Pollack versuchen. Und 5 Minuten noch weiter nördlich ist dann ein 30- und 40-Meter-Plateau direkt nebeneinander. Wir gucken mal, ob wir da Pollack erwischen, ob es da vielleicht Seelachse gibt, die da drauf stehen. Und wir sind relativ zuversichtlich, jetzt gleich die ersten krummen Ruten zu sehen. Und in der Tat, genauso schnell wie die Sonne verschwindet, geht's los mit der Beißerei. Da hängt der erste Fisch der Tour. Ja, mega. Ich sag noch eben Makrelenschwarm, weil es die ganze Zeit tok 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 macht, aber naja, von wegen. Super. Jawohl. Schöne, bessere Küchengröße. Ja, gefällt mir hier. Ja. Sauber. Wirklich klasse. Da kommt der nächste. Schöner kleiner Pollack. Auch direkt im Flachen gebissen. 13 Meter sind wir jetzt. Schön direkt über dem Kraut. Prima. Wurde Kai auf Sicht gefangen, hä? Ja, ich habe gerade meinen Köder über die Kante hängen lassen. Und dann kam der schöne Pollack da an. Als ich den Köder rausnahm, hat er ihn gesucht. Dann habe ich wieder reingehalten und hat er angebissen. Ganz einfache Sache. Schönes Ding, hä? Ach ja, Fisch auf 30 cm Tiefe gefangen. Klasse. Ja, absoluter Bilderbuchspot. So 10 bis 15, 18 Meter Tiefe. Kleines Inselchen so zwischen den Schären, was aus dem Wasser herausragt. Schön mit Kalb bewachsen. Auch der Boden, kein Sand oder nur Steine, sondern schön mit Pflanzen bewachsen. Da hält sich der Pollack auf, da jagt er, da ist viel Beute. Und da sind kleine Gummifische, die wir durchkurbeln. Und wie man sieht, mit Erfolg. Macht aber auch eine Laune in die Pollack-Angelei mit leichtem Gerät. Vor allem in den Tiefen halt auch, ne? 5 bis 12 Meter. Super klasse. Plan direkt aufgegangen, ne? Jupp. Ich habe jetzt einfach nur einen gelben Gummifisch rangemacht, gelben Bleikopf. Gelb ist meine Lieblingsfarbe auf Pollack. So richtig begründen kann ich das auch nicht. Das ist wahrscheinlich einfach so persönliches Gusto. Da habe ich immer sehr gut drauf gefangen. Und ja, habe Vertrauen in Gelb. Kleiner Gummifisch, das ist wichtig, dass er nicht zu groß ist. Das ist jetzt hier so ein 10 cm Modell. Viel größer sollte er nicht sein um die Jahreszeit. 30 Gramm Kopf reicht dicke. Bisschen Fluorocarbon-Vorfach, Snap und dann feuerfrei. Nächster Fisch. Und hier sind wir mal an einer Stelle, die eigentlich total unspektakulär ist. 20 Meter, wenig Struktur. Ich habe einen Gummifisch einfach mal runtergelassen und Fisch. Also die treiben sich hier wirklich überall rum. Eigentlich macht an jeder Ecke ein Versuch absolut Sinn. Prima. Was richtig geil ist, nämlich ein Lippfisch. Und was für einer. Mega fetter Lippfisch. Und direkt die nächste Überraschung. Ich hätte jetzt einen Dorsch erwartet. Gehen jetzt ab. Da ist er. Petri. Der wollte es grell. Sogar knapp maßig, würde ich sagen. Witzig. Hätte ich auch nicht gedacht hier. Richtig
knalles Orange. Klasse. Neben dem Leng fangen wir an diesem Spot dann aber trotzdem noch die erwarteten Dorsche. Prima. Auch der hat sich einen kleinen Gummifisch geschnappt. Zehn Zentimeter. Ups, klasse. Nicht nur das Angeln macht hier Spaß, allein das Bootfahren ist toll. Ihr habt die Wahl. Zur Verfügung stehen euch super robuste Boote zwischen 15 und 21 Fuß, motorisiert mit 15 bis 70 PS. Besonders komfortabel und praktisch bei schlechtem Wetter sind natürlich die Smartliner mit Kabine. Getankt wird übrigens am Supermarkt in Sichtweite zur Anlage. Hier könnt ihr direkt mit dem Boot anlegen oder aber ihr fahrt kurz mit dem Auto rüber. Ebenfalls ein Katzensprung. 24 Stunden offen, bitte Kreditkarte mitnehmen zum Tanken. Also relativ unkompliziert, Kanister gibt's beim Vermieter. Und im Supermarkt könnt ihr euch natürlich nicht nur mit Lebensmitteln eindecken. Ja, und so ist das eigentlich fast üblich in Norwegen. Fast in jedem Supermarkt gibt es auch eine kleine Angelecke. Und so wie wir es halt hier sehen, vom kleinen Pilker, vom kleinen Haken bis zum etwas dickeren Klopper ist eigentlich alles mit dabei. Und zumindest in Großteilen auch in guter Qualität. Also hier könnt ihr euch prima versorgen, wenn ihr euch denn dann zwischendurch mal versorgen müsst mit Angel-Tackle. Wir haben alles mit dabei. Natürlich auch die Sachen zum leichten und auch zum schweren Naturköderangeln. Ja, zum Tackle, wir fischen Elektrorollen, die sind zwar ein bisschen verpönt, das heißt immer, ja, kein richtiges Angeln, aber wenn wir wirklich präzise Driften setzen auf Tiefen von 160 Meter, 200, 250 Meter, man wirklich nur 10 Minuten driftet und dann wieder rauf muss, dann muss das sein mit der Elektrorolle, sonst macht es keinen Spaß. Ich fische mit 1 Kilo Blein. Hab jetzt hier 160, 165 Meter Schnur drauf bei 135 Meter Wassertiefe und beobachte jetzt die Spitze, ob es zuckelt. Das tut es und zwar erstmal bei Kai. Hey, Zielfisch! Ja, Petri! Vielen Dank! Hat doch prima geklappt! Kai hatte bei der Spotwahl mal wieder den richtigen Riecher. Bei der Suche nach solch vielversprechenden Stellen achtet er vor allem darauf. Eigentlich immer möglichst steile, steinige Kanten da oder Berge unter Wasser, die auch Rocks sind, also eben Steine sind. Da haben sie ihre Verstecke drin, da fressen sie und auf dem Schlick, da lebt eigentlich recht wenig. Und in den Steinen und an so Felskanten und so, da leben dann Kaisergranaten und da schwimmen die Garnelen rum und kleine Fische wohnen dann. Da fressen die längst. Struktur ist wichtig und dabei muss es gar nicht mal immer extrem tief sein. Der Vorteil in flacheren Bereichen, das Gerät kann deutlich leichter ausfallen. Super klasse. Und alles auf Naturköder. Ja. Kleiner Makrelenfetzen lang. Dicker Drill. Haben wir wirklich einen absoluten Hotspot gefunden, ne? Ja. An dieser Stelle rappelt's wirklich ordentlich. Ein Fisch nach dem anderen kommt an Bord und auch hier werfen wir nochmal einen Blick auf Tackle und Montage. Ja, ich sag mal, viel leichter und vor allem auch viel einfacher kann man in Norwegen eigentlich nicht angeln. Ich habe hier eine 40 bis 140 Gramm Rute, 3000er Rolle drauf, 100 Gramm Pilker montiert und am Pilker so ein Nachläufervorfach, so ein Buttvorfach. Darauf kommen Garnelen oder Fischfetzen, Makrelen oder Heringe und dann geht's runter zum Grund. Wenn der Grund schön weich ist, dann kann man den Pilker über den Grund schlüren, hat immer die Chance auf eine Platte. Wenn es rumpeliger wird, wenn ihr Steine da unten habt, dann wird die Hängergefahr natürlich auch größer. Das heißt dann gern einen halben Meter oder einen Meter hochkurbeln und das ist einfach eine Angelei, die richtig, richtig Laune macht. Rote Krake, kleiner Fetzen und der nächste Leng. Und die werden immer größer jetzt. Also das macht richtig Spaß hier zu angeln. Guter Hotspot. Mal wieder eine super Stelle. Allerdings solltet ihr eines immer im Hinterkopf haben. Also die Driften, die wir hier machen, sind übrigens mal wieder ein super gutes Beispiel dafür, wie punktuell die Fische teilweise stehen. Norwegen-Kenner werden das wissen. Für Norwegen-Einsteiger ist es mit Sicherheit ein guter Hinweis.
Nur weil da vorne an der Ecke kein Fisch war, heißt das noch lange nicht, dass es in dem gesamten Gebiet nicht zu fangen gibt. Die Driften, die wir hier jetzt gerade gemacht haben, haben eine ganze Menge Fisch gebracht. Wenn wir allerdings leicht versetzt geangelt haben, 30, 40 Meter, dann war Totentanz, da gab es überhaupt gar keine Fische. Also, wenn es nicht sofort rappelt, suchen und irgendwann schallert es dann schon, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert, Fische finden, Fische suchen, Fische fangen und dann habt ihr richtig Spaß. So, jetzt sind wir schön nass, haben schön Fische gefangen und nun fahren wir schön nach Hause. Was Kühles trinken und was Warmes essen. Und das ist unser Zuhause auf dieser Tour. Ganz egal, ob ihr zu zweit oder in einer großen Gruppe unterwegs seid, hier findet ihr die passende Unterkunft. Selbstverständlich mit schnellem WLAN. Dazu gibt es reichlich Gefriermöglichkeiten und einen überdachten Filetierplatz. Also alles, was ihr braucht, um eure Fänge zu versorgen. Und wie geht's hier hoch? Kurzer Rückblick. Erste Station ist der Fährhafen Hirtshals in Dänemark. Sehr angenehm, wir fahren über Nacht, gut 10 Stunden. So kommen wir am anderen Morgen gut ausgeschlafen in Stavanger an. Und von hier aus ist es nicht mehr weit. Wie erwähnt, Furuhyttur liegt auf einer Insel. Dorthin bringt uns eine kleine Inlandsfähre. Weil diese Fährüberfahrten sind eigentlich immer ganz schöne eingebaute Pausen. 25 Minuten fahren wir jetzt rüber. In der Zeit könnt ihr hier schön Kaffee trinken, euch ein bisschen die Beine vertreten und dann geht's weiter. Endspurt. Noch einmal kurz rein in den Wagen, dann ist es geschafft. Aber zurück aufs Wasser. Wir haben die Spinnrouten wieder ausgepackt und fahren flache Stellen an. So, das ist auch so ein Klassiker. Wir sind von dieser kleinen Insel da gerade runtergedriftet. Logischerweise ist es da total flach. Rund um die Insel eine ganze Menge Struktur. Und jetzt sind wir runter so bis auf 36 Meter. Und da kam der Einschlag. Sieht natürlich sehr wild aus an der Route. Derbe krumm. Eine 40 bis 140 Gramm Route, eine Pilgroute, aber der Fisch ist auch ein ordentlicher. Ah, und da ist er. Schöner Dorsch. 17er Tumifisch genommen. Eigentlich der Klassiker in Orange, so wie man es kennt. Den wollte er haben. Prima. Solche und ähnliche Spots sind halt oft echte Fischgaranten. Diesmal ist es wieder ein toller Pollack, der bei Kai eingestiegen ist. Ja, ordentlich, hä? Ja, einmal über einen kleinen Berg rüber, mit Hoffnung, dass da größere sind. Hat geklappt mit Ansagen. Mit Ansage geht leider auch unsere Tour dem Ende entgegen, hier in Westnorwegen. Eine Tour in einem tollen Revier. Und in das könnt ihr eigentlich mit ziemlich schmalem Gepäck reisen. Unsere Ködertipps für euch. Ja, am Ende einer Tour ist es immer ganz spannend und vor allem aufschlussreich, mal zu gucken, wie viele und welche Köder denn dann überhaupt das Wasser gesehen haben. Und auch in diesem Fall ist es mal wieder sehr, sehr überschaubar. Ich habe euch die Köderpalette hier mal hingelegt. Das geht los mit den Pilkern, 100 Gramm Pilker inklusive Makrelenvorfach, 120 Gramm Pilker, 250 Gramm Pilker. Mehr habe ich nicht gebraucht. Abriss, ich glaube, einen habe ich verloren. Das sind die Gummifische, die ich im Einsatz hatte, zwischen 17 cm und 8 cm Länge, kombiniert mit 100 Gramm, 50 Gramm, 40 Gramm, 35, 28 und 14 Gramm Köpfen. Abrisse einen, das sind die Gummifische, die David am Band hatte, ich glaube, er hat auch einen verloren. Schweres Naturköderangeln, mit Sicherheit nicht unbedingt jedermanns Sache, ranzugehen mit 750 Gramm oder Kilo Bleien, aber wir haben ja auch leichtes Naturköderangeln gemacht im Bereich um 100 oder 150 Gramm. Ja, ich weiß, wie es ist, wenn man in ein neues Revier fährt, in der Regel, man weiß nicht so ganz genau, was erwartet einen da, deshalb packt man sich die Kisten randvoll nach dem Motto, haben ist besser als brauchen, aber das ist im Endeffekt wirklich das, was wir hier in diesen Tagen gebraucht haben, nur gebraucht haben, muss man sagen, also wirklich sehr, sehr überschaubar. Und wenn ihr hier hochkommt, wenn es für euch raufgeht aufs Wasser, dann wünschen wir euch natürlich eine ganz, ganz tolle Zeit, viel Spaß, viele schöne Fische und in diesem Sinne verabschieden wir uns hier oben aus Norwegen, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.